Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder in den Alpen. Wir spielen Neu-Mini-Brunn und ich bin hier mit dem Walter noch unterwegs. Wenn wir nach hinten gucken, haben wir eine Fendt-Presse, eine Quaderballenpresse und ich bin hier auf dem Feld noch unterwegs, um die Ballen hier zu pressen aus unserem Stroh, das wir hier ja produziert haben beim Dreschen. So, wir gucken mal ganz kurz von oben. Ihr seht es, da hinten ist der New Holland und der Fendt, unser Fendt-Gespann mit dem Rudolf, mit den beiden Rudolf-Anhängern unterwegs. Dort habe ich einen Auftrag angenommen. Das ist nicht unser Feld. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir schon hier oben sind, dann nutzen wir die Gelegenheit, helfen ein bisschen unseren Nachbarn und ja, ernten für die hier entsprechend, machen so ein bisschen Lohnunternehmen. So, jetzt sind wir wieder mal oben am Berg angekommen. Und dann werden wir das Ganze jetzt wieder bergab fahren. Bergab geht es dann doch schneller. Augenblick, wir schalten kurz den Fendt aus, dann haben wir auch ein bisschen mehr PS. So, und wie immer sind natürlich auch die Tierchen hier unterwegs, ob sie nun fliegen oder laufen, wie auch immer. So, ein New Holland setzt um, so wie es aussieht. Ich denke, allzu viel wird es nicht mehr sein. Und wir müssen dort das Getreide in den oder zum Bauernmarkt bringen. Jo, so. Aber zuvor will ich noch euch einen ganz kurzen Tipp geben. Und zwar, es geht ja um Folgendes. Wenn das Ganze hier so passt, wie ich mir das gedacht habe, dann müsste jetzt die Folge bei euch hier am Ostersonntag eintreffen. Und wenn ihr das seht, Ostersonntag, dann ist natürlich klar, müssen wir mal kurz zur Kirche. Und wenn ihr noch nicht draußen wart, um Ostereier einzusammeln, dann könnt ihr auf jeden Fall, und das wisst ihr ja, auf der Neu-Mini-Brunn gibt es ja auch Sammlerstücke, aber nicht in Form von irgendwelchen Videokassetten, Videospielen oder irgendwelchen Äpfeln oder so, sondern in Form von Gebäckstücken. Und hier haben wir zum Beispiel so einen Donut. Das ist jedenfalls hier ein Sammlerstück. Und ihr seht es, es gibt 16 Stück. Rechts unten gefundene Sammelobjekte. 16 gibt es hier auf der Map verteilt. 6 habe ich gefunden. Ich habe mich da jetzt nicht so angestrengt. Aber ich habe euch ja auch verlinkt, ein Video vom Krinox, der hat ja hier sich die Mühe gemacht, ist über die Map, hat sich alle Fundorte rausgesucht und da gibt es ein Video, das findet ihr bei mir in der Videobeschreibung, wo ihr die Sammlerstücke findet. Und wenn wir das hier aufnehmen, dann gibt es 62.500. Also das lohnt sich auf jeden Fall, hier Sammlerstücke hier auf dieser Map aufzunehmen, wenn man am Anfang eben noch nicht ganz so weit ist. So, Lohnzahlung 1.000 Euro. Okay. Wir springen wieder zurück zum Feld und da sehen wir, dass der New Holland fertig ist. Hervorragend. Dann tanken wir den ab und dann werden wir den umsetzen. Denn wir haben ja unten im Tal noch ein Feld, wo wir ebenfalls ernten können. So, und das, was dann da in den Hängern ist, in den beiden Rudolf, das bringen wir dann zum Bauernmarkt und dann machen wir noch ein bisschen Cash. Kann ja nicht schaden, dann haben wir zumindest die Lohnkosten wieder drin für die Folge. Wunderbar. Und dann lohnt sich wenigstens auch der Einsatz. Oh, ich sehe gerade, wir müssen den eventuell auch tanken. Naja, das wird schon passen. Den können wir auf dem Hof tanken, den New Holland. Aber das dürfen wir nicht vergessen. Ansonsten sieht ja das Teil aus wie Hund. Wartet mal, lasst mich mal kurz ein Thumbnail machen. So, dazu schalten wir mal die Hilfe aus und werden zack, mal kurz hier absenken. Und dann machen wir hier ein schönes Thumbnail mit Alpenpanorama. Sehr schön. Nee, auf. Klappe zu. Na. So, dann bringen wir das Schneidwerk zum Schneidwerkwagen. Wir haben aber jetzt keinen speziellen Schlepper hier dabei. Das heißt, der New Holland muss das Ganze dann selbst bewerkstelligen. So, unser Zuckerrohr fällt. Ja, ja, unser Zuckerrohr. In den Alpen bauen wir Zuckerrohr an.
So, das sollte doch so passen, oder? Ja, das ist wie gesagt eine schöne Funktion mittlerweile, dass er dann das Schneidwerk hier automatisch zentriert und ordentlich verpackt. Ich kann mich ja noch an solche Geschichten erinnern, wo uns dann das Schneidwerk jedes Mal um die Ohren geflogen ist. So, fahren wir oben lang? Nee, wir nehmen, glaube ich, den kürzeren Weg, das ist besser. So, wir müssen nämlich, glaube ich, zu Feld Nummer 6. Da könnten wir natürlich theoretisch, ja, da brauchen wir gar nicht direkt über die Straße fahren. Da können wir dann an der Zuckerfabrik vorbeifahren. Und das bietet sich an. So. Vorsichtig über die Brücke und dann hier den Berg runter und dann müssen wir nämlich rechts rum und da stehen, glaube ich, Laternen oder irgendwas. Auf jeden Fall müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nirgends hängen bleiben. Ja, weil dann können wir nämlich hier die Abkürzung nehmen. Jo, das sollte doch so passen. Ja, ist ein wenig ein komischer Zufahrtsweg hier für eine Fabrik, aber okay. Okay. Es wuchert zwar das Gras, aber es ist beleuchtet. Alles kann man halt eben auch nicht haben, nicht? So, da vorne ist wieder die Hauptstraße und ich überlege gerade, rechts ist unser Maisfeld. Wir müssen also links herum. Okay, links ist frei, rechts ist frei, dann rein. Ich würde aber sagen, dass wir die nächste reinfahren. Da haben wir nämlich, glaube ich, ein bisschen mehr Platz für den Schneidwerkwagen. Und jetzt muss ich wieder überlegen. Genau, wir müssen den so rumstellen. Okay, wir holen mal ein bisschen aus. Ja, die Zäune, die sind nicht ganz ungefährlich, ne? So, wenn wir den so hier hinpacken, dann kommen wir an das Schneidwerk ran und später ist ja im Prinzip, ja, aber da kommen wir jetzt nicht mit dem Abfahrer rein, ne? So, jetzt müsste, glaube ich, Platz genug sein, oder? Ja, ja, da kommen wir jetzt mit dem Abfahrer rein, sehr schön. Dann einmal abhängen. So, hier soll jetzt natürlich der Ertragswert deutlich höher sein, weil hier haben wir ja das Feld ordentlich bearbeitet. Da haben wir ja auch was investiert. Da bin ich mal gespannt. Dazu machen wir mal unten wieder die Map an. Mittlerweile weiß ich ja wieder, wie es geht. Ja, da gab es ja auch ein paar Folgen, wo ich mich gewundert habe. Ich kriege die Map nicht mehr eingeschaltet. Das war nach dem Urlaub, wenn man mal 3-4 Wochen lang kein LS spielt. So, okay, pH-Wert ist noch okay, perfekt. Also hier müsste auf jeden Fall richtig was bei rumkommen. Wir lassen ihn jetzt aber erstmal stehen und schnappen uns erstmal den Fendt 728 Generation 7. So, hinten abdecken. Und Bauernmarkt, Augenblick, Augenblick, bevor ich wieder was falsch mache. Bauernmarkt, der Bauernmarkt, das ist doch der hier, oder? Bauernmarkt und auch hier gucken wir nochmal sicherheitshalber rein. Zum Bauernmarkt. Ab die Post! Ja, da sind sie wieder unterwegs. Das allerdings wollte er doch eigentlich auch fixen, der gute Top Ace 8888. Dreimal die 8. Es gab ja ein Update, habe ich ja in der letzten Folge ja schon erzählt. Wir spielen jetzt die Version 1.0.6.0. Und es gab ein paar kleinere Verbesserungen bzw. Korrekturen mit Kollisionen und ähnlichem. Oder dass man eben jetzt den Hochstand auf Feld Nummer 17 entfernen kann, indem man wohl einen Baum nebendran fällt. Dann würde der ja wohl auch entfernt werden. Okay, aber ist jetzt bei uns nicht ganz so relevant. Wichtig vor allen Dingen ist halt eben, dass wir keinen neuen Spielstand benötigen. Das hört man natürlich immer wieder gerne.
das hört man immer wieder gerne, wenn man hier auf der Konsole unterwegs ist und eine Map spielt, wo man jetzt dann doch schon einige Stunden investiert haben. 96 Folgen, da kommt ein bisschen was zusammen. Aber irgendwann, ich weiß nicht mehr in welchen, 02 oder 03 hieß es eben, dass sie nicht mehr ganz so häufig spawnen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die spawnen immer häufiger. Aber auch auf den anderen Maps oder wenn ich hier als die Kollegen sehe, also irgendwie sieht man jetzt diese Rehe ständig. So, da ist der Bauernmarkt. Da müssen wir rein. Ich habe eingestellt, dass wir auf links abkippen. Das sollte dann soweit passen, denn wir haben ja in der letzten Folge ja die Mühle gekauft, die Getreidemühle. Und da haben wir ja am Ende die erste Fuhre Getreide hingebracht und produzieren jetzt unser Mehl. So, wir müssen wieder aufpassen, dass wir natürlich den richtigen Anhänger auswählen. Zuerst der vordere und wir kippen nach links ab. Das passt, glaube ich, ganz gut hier. Sehr schön. Ja, können noch ein kleines bisschen vorziehen. So, 86%, also das heißt, da werden wir höchstwahrscheinlich gleich unser Getreide hier komplett verkaufen, oder? 78% ist transportiert. Wir schalten um auf den anderen Hänger. Auf den Drehschemel, Rudolf. Ja, aber ich denke, wir schmeißen alles rein, weil wir haben ja noch ein Feld und da haben wir ja sehr, sehr gute Ertragswerte, haben wir ja gerade geschaut. Und das Material bringen wir dann rein. So, was haben wir denn? 1300, Umweltbonus 106. Ich glaube, der ist ja auch im Moment nicht ganz so dolle, weil uns natürlich das neue Feld, was wir abgeerntet haben, uns ein bisschen in die Suppe spuckt, weil es noch nicht bearbeitet wurde. Und das zieht uns jetzt gleich wieder ein bisschen runter. Aber das werden wir natürlich bearbeiten und dort auch die Werte nach oben bekommen. So, rechts ist frei. Dann fahren wir mal zum Feld. Und dann legen wir dort los. Und dann können wir auf dem anderen Feld noch weitermachen, Ballen zu pressen. Sehr schön. Unsere Alpenmap. Ja, da ist ein bisschen Gedränge hier, Freunde. Jo, dann parken wir dich jetzt erstmal hier. Ja, aber von der Straße muss er schon runter, ne? Von der Straße muss er schon runter. Okay. So, Dele, auf geht's. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Stehende Maschinen verdienen kein Geld. Wir klappen aus. Und ich denke, ja, die Strohablage wird wohl noch eingeschaltet sein. So, das Feld hat ja keine Bäume, das ist sehr schön. Dann fahren wir jetzt einmal hier hoch und dann können wir ihn schon losschicken. So, wunderbar grün. Grün sind, glaube ich, gute Ertragswerte. Ja, da oben haben wir noch unseren Bienenstock. Das ist ja auch so ein Thema, was nicht mehr ganz so häufig genutzt oder benutzt wird im LS. Da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie es denn bei euch aussieht. Sind bei euch Bienenstöcke noch, ich sage mal, ganz vorne mit dabei? Oder ist es auch eher etwas, was ihr mittlerweile vernachlässigt? Weil wenn ich richtig weiß, jetzt lassen wir hier wieder ein bisschen was stehen, war das ja auch so ein spezielles Feature eben für den LS22. So. Denn Bienen muss man ja nur einmal kaufen. Und je nachdem, wo man die ans Feld setzt, bei Raps und Kartoffeln zum Beispiel, bringen natürlich dann Bienen auch einen höheren Ertrag. Und füttern oder so müssen wir die ja nicht. So, Dele, also, da ist unser Waldra, der läuft sogar noch. Jo, dann los, ab die Post. Hervorragend.
Jo, da machen wir auch mal schnell ein schönes Foto. Danke sehr. Sind wir noch auf der Spur? Nein, da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Jo, aber der Fendt nimmt hier relativ gut auf. So, dann fahren wir mal hier rum. Und dann geht es hier wieder berghoch. Hervorragend. Ja, ich habe es schon in der letzten Folge kurz angesagt. Wir müssen uns da mal Gedanken machen, weil wir machen jetzt wirklich jede Menge Stroh. Wir können natürlich das Stroh im Fermentersilo im Hessischen natürlich auch zu Silage verarbeiten. Aber ich bin fast geneigt. Ich habe nämlich mal wieder einen Mod gefunden, als ich hier überhaupt meine gesamten Mods mal durchgeschaut habe. Da gibt es so ein Biomassekraftwerk oder sowas ähnliches. Und da kann man auch Stroh zu Strom umwandeln. Allerdings muss man natürlich auch sagen, das Ding ist nicht ganz günstig, also 160.000. Und ja, da muss man erstmal, ich glaube, viel, viel Stroh verarbeiten. Aber das eben zum Thema, wenn man nicht weiß, was man eigentlich mit so viel Stroh macht. Ne? Also wir brauchen es natürlich für unsere Tierställe, ganz klar. Gerade die Schweine brauchen verhältnismäßig viel Stroh. Und den Mist, den können wir ja dann anschließend in unsere Hof-BGA werfen. Aber, naja gut, wenn wir es halt zur Silage verarbeiten, können wir das eben auch in der Hof-BGA verarbeiten. Also schauen wir mal, ob wir da bei der ganzen Sache bleiben. Ich bin mal am gucken, weil es gibt ja natürlich hier auch ein Kraftwerk. Lasst mich mal kurz schauen, wenn wir hier reinschauen beim Verkaufen. Wo können wir denn Stroh überall verkaufen? So, Mini-Biogasanlage, Biomasse, Heizkraftwerk. Ja, das ist natürlich Verkauf, Silageproduktion, okay. Viehhandel, Naja, also auf jeden Fall können wir ja das Ganze zu Geld machen, muss man mal schauen. Was sich am Schluss dann wirklich irgendwie rechnet. Ich meine, das Kraftwerk ist jetzt gleich hier oben. Der Viehhandel ist da unten im Tal. Wir müssen natürlich das Material auch bewegen. Ich denke, wir werden uns da noch Gedanken machen, wie wir das Ganze jedenfalls dann handeln. Ich sehe jetzt gerade, unser New Holland meldet sich wieder zu Wort. 80% muss gleich abgetankt werden. Okay, ich mache jetzt erstmal hier noch weiter. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und vergesst die Sammlerstücke nicht. Ja, wenn ihr noch ein bisschen Geld aufs Konto braucht. 16 Stück gibt es hier auf der Map. Ich sage recht schönen Dank. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder hier auf Neuminigrund. Bis dahin sage ich tschüss, ciao, cheerio, euer Bahnfarmer.